Aber ja, sonst kann ich eigentlich aus der Erfahrung nichts sagen, weil wir nur einen Stotterer hatten, bei dem das aber kein Problem war. Der hat eigentlich nur im Gespräch gestottert. Ich wusste das deshalb nicht, weil er nicht gestottert hat bei mir. Also ich nehme an, es sind psychische Blockaden und Hemmungen in der Kindheit. Und das kann auch eine Gewohnheit sein, gelegentlich vielleicht auch ein bisschen Faulheit. Ich würde jetzt spontan sagen, dass traumatische Gründe mehr oder weniger primäre Ursache sein könnten. Hier ist so diese Angst, dieser Angstbereich. Und der Kehlkopf hängt ja total mit dem Sexualzentrum zusammen. Und ich denke mal, es ist eine große Verbindung mit dem Sexuellen. I'm a Scatman. Einmal im Jahr machen sich Mitglieder der Bundesvereinigung Stotterer Selbsthilfe auf, um direkt und persönlich mit Schülern und Lehrern über Stottern zu reden. Die Schule ist der Ort, an dem Menschen zum ersten Mal erfahren, was Stress und Prüfungsangst ist. Für Menschen, die unter der Behinderung Stottern leiden, ist sie die Hölle. Es liegt mir sehr viel am Herzen, das Thema Stottern an die Schulen zu bringen, weil ich selbst in meiner Schulzeit damit große Probleme hatte. Ich hätte mir immer Unterstützung und Hilfen gewünscht von Lehrern und von meinen Mitschülern. Aber was ich bekommen habe, war eigentlich mehr oder weniger Hohn und Spott. Oh, I'm Scatman John. Would you like to sing a song, man? Well, sure could. One, two, three, four. Scatman John, alias John Larkin, war auch von dieser Behinderung betroffen. Er war allerdings der erste Prominente, der sich traute, dies öffentlich zu machen. Auch wenn er hier Partytime genießt, seine Kindheit war alles andere als Fun und Party. The hardest part for me in my life being a person who stutters was my childhood. I remember one time in my own neighborhood some kids. Die schlimmste Zeit in meinem Leben als stotternder Mensch war meine Kindheit. Ich kann mich daran erinnern, dass eines Tages ein paar Kinder aus meiner Nachbarschaft mich einmal aus einem Haus hinauswarfen. Und dann sind sie alle schnell wieder reingelaufen und haben sämtliche Türen zugesperrt. Und dann riefen sie schreckliche Sachen. Sie äfften mich als Stotterer nach, schimpften mich Stotterdepp oder fettes Schwein. Und ich werde es nie vergessen, wie weh das tat. Dann ging ich nach Hause und wartete viele Tage, bis sie es vergessen hatten. Dann, eines Tages, kamen zwei oder drei von ihnen an meinem Haus vorbei und ich weiß es noch genau. Ich lief aus dem Haus. Ich war wütend, wahnsinnig wütend. Ich ging raus, um sie umzubringen. Ja, ich wollte sie umbringen. Ich schrie fürchterlich. Dann kam mein Vater und zog mich weg. Er zog mich weg und er haute mir eine runter, damit ich mit dem Gebrüll aufhöre. Ein Kind hat doch keine Möglichkeit in diesem Alter. Ich war 6 oder 7 Jahre alt. Ich meine, es ist zu viel für ein Kind, das alles durchzustehen. 6 years old, I think, or 7. That's not normal for a kid to go through. Gefühle von so übergroßer Scham und Wut kann ein Kind gar nicht bewältigen. Es bräuchte dringend Beistand von Erwachsenen, aber die kennen sich mit dem Problem nicht aus. Also ich habe einen Schüler gerade gefragt,
ob Stottern jetzt denn angeboren ist oder wie man das bekommt, vielleicht durch einen Schlaganfall. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Schülern ehrlich die Antwort gegeben, dass ich es nicht weiß, aber ich hoffe, dass wir es heute hier erfahren werden. Also ich muss mich gestern auch nochmal informieren, dass ich es den Schülern richtig erzähle oder vermitteln kann heute. Was ist es eigentlich von der Definition her? Ist es eine Sprachbehinderung? Ist es eine Sprachstörung? Also man muss, glaube ich, da auch sehr vorsichtig sein. Haben Sie denn Erfahrung mit stotternden Schülern? Überhaupt keine. Doch, es gibt schon mitunter so Hemmungen, die manche Schüler haben. Das sind nicht, ich glaube, die werden nicht direkt als Stotterer da eingestuft, sondern es sind eben Hemmungen, die dann verstärkt oder vermindert werden können durch entsprechende Verhaltensweisen. Unberechenbare Sprechen tief in die Seele. Wenn es passiert, ist es für den Betroffenen eine grausame Entblößung, während die anderen so tun, als ob es Stottern gar nicht gibt. Muss mal gerade gucken, wer sich am Unterricht nicht so beteiligt hat. Der Reduan. Reduan, du weißt ja, Wissen ist Leistung und Schnelligkeit ist Leistung. Ich frage dich jetzt nach 5 Hauptstädten von 5 afrikanischen Ländern und die nennst du mir in 20 Sekunden. Ab jetzt. Okay, Marokko ist Rabat, Tunesien ist Tunis. Algerien ist Algier und von Südafrika ist Stopp, die Zeit ist um. Ich weiß es doch. Redon, tut mir leid, die Zeit ist um. Das waren nur 4 Antworten. Das ist mangelhaft. Das ist eine 5. Setz dich. Wir hatten einen Stotterer. Zurzeit ist kein Kind, das ausgesprochen stottert. Natürlich kommt Stottern in stressigen Unterrichtssituationen bei der Abfrage immer wieder mal vor. Das ist aber wohl keine richtige Behinderung, sondern das ist ausgelöst durch Anspannung. Gerade bei introvertierten Kindern, bei zurückhaltenden Kindern, die ungern sprechen, kommt es dann im Unterricht manchmal vor. In Catholic School. They had a thing where you had to stand up in front of the classroom and give. In der katholischen Schule gab es das, dass man vor der Klasse stehen musste und man über ein aktuelles Ereignis berichten sollte. Okay. Und ich wusste, dass das auf mich zukommen würde. Und ich wusste, dass ich im Klassenzimmer vor den Augen aller stehen musste. Und ich übte und übte und übte. Und ich übte derartig, dass ich heute immer noch genau weiß, was das aktuelle Ereignis war. Das Verkehrsministerium berichtet heute, eine Bezirksvergleichsstudie habe ergeben, dass in Kalifornien 5.780.654 Fahrzeuge bis zum 30. Juni zugelassen wurden. Heute kann ich das immer noch auswendig. Und das zeigt doch, wie gut ich mich vorbereitet hatte. Ich wollte es wirklich gut machen. Ich wollte dahin gehen wie ein echter Soldat und es machen, es einfach sagen. Und als der Tag kam, ging ich zur Schule und ich hatte Angst. Mehr als Angst. Die Furcht, anders zu sein als die anderen, ist bei einem Kind wirklich dramatisch. So ist es. Zurück zur Geschichte. Ich wurde aufgerufen. John, du bist dran. Ich stand auf, ging nach vorne, drehte mich um, schaute den anderen direkt in die Augen und ich brachte das erste Wort nicht raus. Ich konnte das aktuelle Ereignis nicht sagen. Ich war wie gelähmt. Ich stand dort und versuchte, das Wort herauszubringen. Dann brach ich in Tränen aus, ging zu meinem Platz zurück und setzte mich, entsetzlich gedemütigt. I just broke out in tears, walked back to my seat and sat down, utterly humiliated. Neunte Klasse am Gymnasium und ich am Gymnasium.
habe. Mich bis jetzt kaum getraut. Mich im Unterricht mündlich zu teilnehmen und ich mache bei dieser Tour mit. Ich will euch eigentlich nur sagen, Stottern ist eine Behinderung, die nichts damit zu tun hat, wie intelligent ein Mensch ist oder wie psychisch gut drauf er ist, sondern es ist einfach eine Fehlfunktion beim Sprechen und es hat halt, ja, da ist ein Vorgang, der beim Sprechen nicht richtig funktioniert. Stottern, um auf deine Frage zurückzukommen, ist wirklich körperlich bedingt. Es ist eine Fehlfunktion im Zusammenspiel jetzt von Stimmbändern, Kehlkopf, Atmung. Da gibt es einfach so eine Koordinationsstörung, eine motorische Störung nennt man das auch, also vom Bewegungsablauf. Stottern als eine körperliche Behinderung anzuerkennen, scheint unglaublich schwer zu sein. Die meisten Menschen verwechseln gerne die eigene Aufgeregtheit mit den realen Spasmen des Stotternden. Ich bin jetzt auch aufgeregt, wenn ich jetzt reden soll, auch wenn ihr es nicht glaubt. Es geht uns allen so. Also eigentlich gibt es den großen Unterschied nicht, obwohl ich weiß, dass es natürlich, was Sie gerade gesagt haben, eine medizinische Begründung gibt. Aber die andere Ebene, ich weiß nicht, wie wir es trennen, vielleicht können Sie mir da helfen. Wie ist es zu erklären, dass das vollkommen weggehen kann unter bestimmten Umständen? It does go away sometimes. I got a story for you. Es geht weg, manchmal. Ich habe eine Geschichte für dich. Eines Nachmittags in Oslo, in Norwegen. Ich gab damals fast bei jedem Radiosender in den größeren Städten Interviews. Und so nach einiger Zeit kam dann die 10. Radiostation dran. Da war ich ganz flüssig, weißt du, fast so flüssig, wie ich es hier auch bin. Da sagte der Moderator zu mir, John, Sie haben jetzt 10 Minuten lang über Stottern gesprochen, aber Sie haben kein einziges Mal gestottert. Als ich das gehört habe, bin ich schon sauer geworden. Auch weil er mich dann gefragt hat, ob ich aus dem ganzen Stottern nicht Kapital schlagen wolle. Das tat weh. Er hatte mich vorher noch nie reden hören. Und aus der einfachen Tatsache, dass ich 10 Minuten flüssig war, unterstellte er mir, dass ich nur so tue, als ob ich stottere. Wie könnte ich mich da hinstellen und über Stottern reden? Natürlich hatte er allen Grund anzunehmen, dass ich es nur vortäusche. Stottern ist heimtückisch und undurchsichtig. Es übt eine große Macht aus. Das tut es wirklich. Ich habe ihm erzählt, dass ich gerade eine Periode flüssigen Sprechens durchlaufe und dass tatsächlich viele von uns Stotternden zeitweise flüssig sprechen. Das Tragische ist nur, dass wir das flüssige Sprechen anbeten wie einen Götzen. Keine gute Sache, nicht für Menschen, die stottern. Eben weil man flüssig sein kann und flüssig sein kann, die ganze Zeit, bis zu dem Augenblick, wo es wirklich wichtig wird. Und dann, ganz plötzlich, bricht es aus. Und es ist da wie eh und je. Und kein Mensch kann das nachvollziehen.
Deshalb ist es besser, das Stottern einfach kommen zu lassen. Einfach zu stottern. Ganz einfach, weil man in eine Falle rennt, wenn man der Flüssigkeit huldigt. Let it go. Go ahead and stutter. Because you can sabotage yourself by cherishing fluency, man. Also es wäre auch möglich, dass jemand von der mündlichen Prüfung befreit wird und die Schrift schreibt. Ja. Im Unterricht schon. Im Abitur ist es noch nicht so. Ist nicht. Aber wir hatten, wie gesagt, diesen Fall auch noch nicht. It's real. Es ist wahr. It's real, man. Es ist wahr. Wir Stotternden haben nun mal keine andere Wahl, als verdammt nochmal zu sprechen, um uns auszudrücken. Das ist hart. Es ist verdammt hart, ein Stotternder zu sein. Es ist wie ein Klotz am Bein. In dem Augenblick, wo du mich das fragst, kommen die ganzen Gefühle meiner Kindheit wieder hoch und ich könnte heulen. Das flüssige Reden. Ja, und das ist ja, wie gesagt, bei jedem verschieden. Also, so wie alle Menschen halt verschieden sind. Die meisten stotternden Kinder schweigen im Unterricht. Von den Lehrern wird ihr Leiden nicht bemerkt, die Klassenkameraden aber wissen, was los ist. Kennt ihr denn im privaten Umfeld jemanden, der stottert? In unserer Klasse ist jemand, der stottert. Also der stottert nicht direkt, aber er hat manchmal auch so Lücken so und erzählt halt ganz langsam. Und wie habt ihr da bisher reagiert? Ja. Wir haben versucht, eben nicht zu lachen. Wie es jetzt auch eben auch gesagt wurde, versucht, dass man es bei allen anderen halt auch macht. Habt ihr ihn denn schon mal darauf angesprochen? Nein, nicht. Aber das ist heute nicht da. Doch, aber das ist wahrscheinlich schwierig für ihn, weil er auch neu in der Klasse ist. Naja. Hier, schauen Sie mal. Um Stottern geht es? Ja, und um geistig behinderte Kinder. Habt ihr denn Stotternde bei euch in der Schule? Ja, in der Familie, ja. Oder? Ja, in der Schule, in der Klasse. Wir haben zwei Stück. Ja, weil er halt gestottert hat, dann haben sie ihn halt so geschlagen und ja, weil er halt anders war. Ich glaube, Schotten ziemlich genau, was sie eigentlich sagen wollen, aber... Sie wissen nicht, was sie als nächstes sagen wollen. Also, die können sich nicht so ausdrücken. Und dann verlängern sie das letzte Wort, bis das nächste dann kommt. Ja, sie wissen einfach nicht, was sie sagen und dann wiederholen sie es einfach. Haben Sie denn Erfahrung mit stotternden Schülern? Also in meinem unmittelbaren Umfeld jetzt nicht. Ich meine, ich kann mich jetzt an keinen Schüler konkret erinnern, aber ich denke, die meisten haben immer Angst davor, dass sie irgendwie mit Schwächen sich outen. Und das kann auch eine Gewohnheit sein, gelegentlich vielleicht auch ein bisschen Faulheit zunächst und dann hat man sich's angewöhnt. Ja, sehr viel mehr Gründe gibt es da nicht. Und dann eben ganz simpel, also dass jemand Probleme hat, etwas auszuformulieren. Also, dass er vielleicht nicht den richtigen Ort findet, um Konsonanten einfach auszusprechen. Oder nur als Beispiel. Und eine Silbe korrekt formulieren kann. Und dann, dass er sehr viel auf einmal sagen möchte. Stottern ist ganz für seine Sprechfähigkeit und Fertigkeit zu stellen. Denkt. Ob sie denn weiß, wie man flüssig spricht? Nein, das muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Der Stotternde leidet viel mehr unter dem Image, das ihm anhaftet, als unter seiner eigentlichen Behinderung. Diese ist durch mühsames und langwieriges Training heute gut in den Griff zu bekommen, aber auf das Denken in den Köpfen anderer
hat er selbst wenig Einfluss. Wenn ihr einem Stotternden begegnet, dann ist es vielleicht so, dass er bei euch Gefühle zum Vorschein bringt, die ihr nicht haben wollt. Deshalb versucht ihr immer das Wort für den anderen zu sagen, damit das unangenehme Gefühl schnell vorbeigeht. Die Menschen wollen immer gut dastehen. Aber vielleicht ist das ein Geschenk. Vielleicht kommen Stotternde auf die Welt, um andere Menschen langsamer zu machen. Es geht alles so verdammt schnell. Wo gehen wir eigentlich hin? Wozu diese Eile? Und wenn du jetzt in der Disco jemanden treffen würdest, die Musik ist laut, irgendwie kommt er auf dich zu, nicht? Oder er sieht irgendwie ganz gut aus und du gehst auf ihn zu und ja, er macht den Mund auf und fängt an zu stottern. Was willst du dann denken? Oder? Ich würde nichts dabei denken. Meins, im Prinzip ist es ja ganz normal. Also ich weiß nicht. Ja. Ist es ganz normal? Nein, also ich würde deswegen nicht gleich wieder weitergehen oder sagen, ja, tschüss. Die rede ich nicht oder so nach. Also. Nee, ich würde schon weiter mit ihm reden. Das würde mir nichts ausmachen. Glaubst du denn, du könntest ihm in die Augen gucken? Ja. Es fällt so schwer, als sagen wir mal bei den extremen Stotterern da zuzuhören, aber ich denke, ich würde es vielleicht auch schaffen. Es ist fällt schwerer, als wenn ich zum Beispiel ich mit einem Kumpel unterhalte oder so, aber ich denke, klar, ich würde es schaffen. Die ehrlichen Worte der Schüler machen Mut und zeigen, dass allein schon das Sprechen über Sprechstörungen allen Beteiligten einer Kommunikationsgemeinschaft weiterhilft. Ja, also mir war schon unangenehm, als ich dazuhören musste. Deswegen habe ich auch immer auf den Boden geguckt. Aber jetzt, dadurch, dass ich gemerkt habe, dass die auch, dass das eine Behinderung ist und dass die nicht irgendwie dumm sind oder wirklich Probleme haben beim Sprechen, weiß ich jetzt auch, wie ich damit umgehen muss. Es ist ein trauriger Teufelskreis. Stotternde sind gezwungen, sich zu Experten in eigener Sache zu machen, weil es seltsamerweise sonst niemand tut. Denn fast alle Wissenschaftler und Therapeuten, die über die Redeflussstörung forschen, sind selbst Betroffene. Aber den Stotternden selbst scheint man wenig Kompetenz zuzuschreiben. Wir haben ja eigene Schulen in Mittelfranken für Sprachbehinderte. Nur da gehören ja Stotternde nicht. Die gehören schon Stotternde. Haben wir auch. Ja, aber nur dann, wenn sie noch weitere Störungen haben. Ja. Ne? Ja. Also wenn da noch andere Defizite da sind, dann ja. Aber ich denke sonst nicht. Also wir haben Schulen für Gerade die Berufsgruppen, deren Aufgabe es ist, sich kompetent um stotternde Schüler zu kümmern, wissen kaum etwas Wahres über die Störung und halten, selbst nach langen Aufklärungsgesprächen, an den alten Mythen fest. Das ist schwer, ich habe es mal irgendwann gelernt, glaube ich, aber ich würde jetzt spontan sagen, dass traumatische Gründe mehr oder weniger primäre Ursache sein könnten. Oder werfen gar körperliche und geistige Behinderung in einen Topf. Das, was mir nicht so behagt dabei, sage ich auch, dass der Begriff Behinderung mir in diesem Zusammenhang widersprüchlich zu dem zu sein scheint, was Stotterer sonst sagen, weil sie eben sagen, sprachlich sind wir behindert, aber sonst nicht. Und überhaupt, von den Betroffenen erwarten sie einen Rückzug in die Bescheidenheit. Aber im Arbeitsleben könnte ich mir vorstellen, dass es doch Berufe gibt, wo das nicht so gut geht und wo man sagen muss, auch die Stotterer müssten das natürlich dann einsehen, dass man nicht gerade den Beruf wählt, wo es nicht geht. Ich selber habe als Kind heftig gestottert, deswegen weiß ich es auch. Und zwar sehr heftig. Also ich habe, bis ich so 11, 12 Jahre alt war, eigentlich keinen zusammenhängenden Satz wirklich reden können.
Und wen wundert es, wenn Stadträtin Brigitte Wellhöfer, selbst Stotternde, die Einzige ist, die sich dann für den Behinderten-Nachteilsausgleich einsetzt. Ich mache hier auch Bildungspolitik, halte ich es für ganz wichtig, dass solche Dinge, zum Beispiel, ich habe gerade mit dem Kollegen hier geredet, dass man über eine Durchführungsverordnung fürs Bayerische Schulgesetz reinschreibt, dass zum Beispiel die mündliche Mitarbeit von solchen Schülern nicht benotet wird. Bislang aber sorgen die Stotternden auf ihre Art selbst für den Nachteilsausgleich. Sie alle versuchen in der Schule möglichst gut zu sein. Jetzt frage ich zunächst mal Sie als Betroffene selber, wie haben Sie denn Ihre Schulzeit überlebt? Wie ich die überlebt habe? Jetzt können die so richtig flapsig sein als Klassenbester. We're not alone. We know what other people suffer. Wir sind nicht allein. Wir wissen, wie sehr andere Menschen leiden. Aber wir werden vernachlässigt, weil wir unser Zeug nicht zeigen. Wir sind genauso verletzt und verzweifelt wie andere Menschen, die physische Probleme haben, wie Menschen in Rollstühlen. Wir sind genauso verzweifelt. Aber es ist ja kaum zu sehen. Ich verstehe, warum uns andere ihre Aufmerksamkeit verweigern. Wir stottern ja nur. Zwei Klassen wurden an diesem Tag besucht. Ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man bedenkt, dass es in Deutschland über 40.000 Schulen gibt. Bleibt zu wünschen, dass Menschen erkennen, welche enorme physische, psychische und mentale Anstrengung es kostet, um Stottern zu bewältigen. Auch wir, ja, auch ich als Autorin und Sprecherin dieses Films stottere und gehöre zu denen, die man nicht bemerkt. Auch wir sehnen uns danach, dass man staunend vor uns steht und uns Bewunderung schenkt. Things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the Scat Man.